Some say that life is just a great adventure, that all there is to know is what you see. Per Anhalter über die Wasserwege. Ein Versuch von Schriftsteller und Musiker Auke Holst. Mal gegen den Strom, mal flussabwärts, aber immer in eine Richtung. Von Amsterdam nach Odessa. Auke ist inzwischen im polnischen Gorzów angekommen. Hier, etwa 45 Kilometer hinter der deutsch-polnischen Grenze, finde ich einen verschlafenen kleinen Hafen. Ein faszinierender Ort, an dem die Dinge auf ihre Weise von der Vergangenheit erzählen. Es spukt. Ich erinnere mich, wie wir als Kinder durch Orte wie diesen streiften und unsere Märchenreiche fantasierten. Es ist der perfekte Spielplatz. Das hat mehr von einem alternativen Kunstraum als von einer Schiffswerft. Hey there. Hello. Sprechen Sie Englisch? Ja. Kann ich Sie etwas fragen? Natürlich. Was ist das hier? Eine alte Schiffswerft. Eine alte Werft. Wie alt? Oh, ungefähr 60 Jahre alt. Hier ist eine Gleitbahn, damit man Schiffe aus dem Wasser holen kann, um sie zu reparieren. Dafür gibt es hier Plätze. Und wie Sie sehen, sind viele Schiffe hier. Die Gebäude sind auf der anderen Seite. Können Sie mich herumführen? Ja, natürlich. Wir können herumgehen. Was die kleine Werft leisten kann, zeigt die Kuna. Es ist der älteste Eisbrecher für Binnengewässer in Europa, wenn nicht der Welt. Das Dampfschiff war gesunken und wurde von Lukas und seinem Bruder geborgen und originalgetreu restauriert. Ich zeige Ihnen den Grill. Barbecue. Sie grillen das Fleisch und der Rauch geht durch den Kamin? Ja, genau. Der Eisbrecher ist jetzt ein Ausflugsschiff für Fahrten auf der Warte. Restaurationen wie die Kuna sind das Hobby von Lukas und seinem Bruder. Ihr Geld verdienen sie mit dem Alltag einer Werft. Reparaturen, Umbauten oder Wartungsarbeiten. Zudem bieten sie auch Liegeplätze in ihrem kleinen Hafen. Aber denen hätten sie gerne etwas moderner und komfortabler. Die Leute wissen, dass wir hier sind und wie wir arbeiten. Und zwar seit ca. 20 Jahren. Es kommen schon Menschen zu uns, aber die bevorzugen natürlich schöne Plätze mit schicken Restaurants und Leuten. So einen modernen Yachthafen. Aber wenn man Dinge entwickelt, verliert man auch etwas. Das Abenteuer. Ich denke, es ist besser, etwas zu entwickeln, damit mehr Leute kommen. Aber wenn die Umgebung nicht stimmt, Sie wollen hierbleiben und dies in einen attraktiven Ort verwandeln. Ja, genau, das ist der Plan. Das ist der Plan. Lukas hat genaue Vorstellungen für den kleinen Hafen in Gorzów. Er hat einen Entwurf für eine moderne Marina an einem der schönsten Wasserwege Mitteleuropas. Aber das dafür erhoffte Geld vom Staat oder der EU ist bis jetzt ausgeblieben. Jemand da oben hat vergessen, dass wir hier Flüsse haben und dass man sich darum kümmern muss. Ein Schlepper hat in dem kleinen Hafen seinen Standort und ich kann ein Stück mitfahren. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Mit an Bord geht Daniel, mein Dolmetscher. Er wird mich durch Polen begleiten. K.
Kapitän Waldemar Leszczynski fährt den Schlepper schon viele Jahre. Eigentlich ist er lange pensioniert. Doch da er nur eine kleine Rente hat, muss er weiterarbeiten. An Land gibt es für ihn nichts zu tun. Nicht mal als Nachtwächter, wie er sagt. Wir fahren von Gorzów auf der Warte und der Netze nach Naklo nad Notedżą. Captain Leszczynski hat noch die alten Zeiten auf den polnischen Flüssen erlebt. War das Leben auf dem Fluss anders zu kommunistischen Zeiten? War da mehr los? Wissen Sie, ich war auf diesen Dampfschiffen unterwegs, in Sudetenland, in Niederschlesien. Dort waren wir zu 20. Nur die Schiffsbesatzung. Und das ging unglaublich lustig zu. Aber heute wollen sie, dass so wenige wie möglich arbeiten. Wenn es möglich wäre, dann müsste der Kapitän auch noch hinten arbeiten, auf den langen Kähnen. Man ist ja allein unterwegs. Heutzutage geht es auch leichter, sehen Sie. Früher musste für jeden Hebel ein Mechaniker da sein, der saß unten und wir sagten, gib Signal. Jetzt ist alles miteinander verkoppelt. Also muss keiner da sitzen. Bei den Kommunisten saß auf jedem Platz einer. Je weiter ich mich ostwärts bewege, desto mehr habe ich das Gefühl von einer verloren gegangenen Zeit. Polen hat sich seit seinem Beitritt zur EU immens entwickelt. Doch es gibt noch Raum für Nostalgie. Vor allem vom Wasser aus betrachtet. Beim Zusammenfluss von Netze und Warte müssen wir umsteigen. Der Schlepper fährt auf der Warte nach Süden. Doch wir wollen auf der Netze weiter ostwärts. Kapitän Leszczynski hat uns eine Weiterfahrt organisiert. Das Boot wartet schon. Die Jamaika. Dzień dobry. Guten Tag. Hallo. Ich lade dich ein, mitzukommen. Ich heiße Renata. Ich bin Auke. Bitte komm an Bord. Aber wie? Wie soll das gehen, ohne dass ich im Fluss lande? Ich zeige es dir. Du musst sehr vorsichtig sein. Die Bordleiste ist sehr schmal. Halt dich an der Leiste fest, mit beiden Händen. Sei schön vorsichtig. Nimmst du bitte die Gitarre? Ja. Kannst du uns die Gitarre abnehmen? Nimm die Hände rein. Yes. Ja. Das ist schwierig, ich weiß. Gehört das Boot dir? Es gehört mir, meiner Mutter und Jacek. Und ihr seid Geschäftspartner deiner Mutter. Für meine Mutter ist es die finanzielle Seite. Und ich fahre aus Leidenschaft. Am Steuer ist Renatas Freund Jacek. Das kleine Boot ist beides. Nebenerwerb und verwirklichter Traum. Man kann die Jamaika mieten. Renata und ihr Freund kümmern sich um den Betrieb. Ihre Mutter bessert mit dem Erlös ihre Rente auf. Hier verstehe ich, warum dieser Wasserlauf als eine der schönsten Strecken für Freizeitskipper in Europa gilt. Was kannst du mir vom Boot erzählen? Ich liebe dieses Boot. Ich denke, es hat Seele. Ich habe es von einem polnischen Skipper gekauft.
Polish sailor. And der hat das Boot aus Holland mitgebracht. To Poland from Holland. Aus Holland. Wenn du sagst Seele, was ist die Seele des Boots? Für mich ist das Boot eine Person, wie auch ein Auto eine Persönlichkeit hat. Weiter geht es mit Renata die Netze hinauf Richtung Osten. Viele Binnenwasserwege Polens sind nicht ausgebaut und die Schleusen recht klein. Für die Schifffahrt mit Lastkähnen ein großes Problem, doch für die Reise mit einem kleinen Boot einfach schön. Mit Renata sind wir auf der Netze nach Naklo gefahren. In Naklo liegt einer der modernsten Yachthäfen zwischen Oder und Weichsel. Hier sind aber nicht nur Sport- und Freizeitskipper zu Hause. Naklo ist auch der Heimathafen der Władysław Lukietek. Auf dem Schulschiff des polnischen Technikums für Binnenschifffahrt werden Kapitäne, Ingenieure und Techniker ausgebildet. Mit diesem Bildmaterial stellt sich die stolze Schule international vor. Das Technikum ist Teil von EDINA, des europäischen Netzwerks der Schulen für Binnenschifffahrt. Kapitän des Schulschiffes und Leiter der Schule ist Grzegorz Nadolny. Er ist begeisterter Binnenschiffer und ebenso engagierter Lehrer. Ich habe mich mit ihm zu einem Gespräch an der Schleuse verabredet. You teach these young men. Sie bilden diese jungen Männer zu Seeleuten und Kapitänen aus. Warum ist es wichtig, sie über Binnengewässer zu unterrichten? Die Schifffahrt war in Polen früher sehr stark. Hier waren viele Frachtschiffe unterwegs, von West nach Ost und umgekehrt. Leute wurden gebraucht, Arbeitskräfte, Fachleute. Deshalb entstand vor 25 Jahren das Technikum für Binnenschifffahrt in Naklo, wo für polnische Wasserfahrzeuge Personal ausgebildet wurde. Aber in letzter Zeit finden unsere Absolventen hauptsächlich Arbeit in Deutschland und Holland. Die Flussläufe sind ursprünglich. Das macht sie schön, doch auch schwierig zu befahren. Ich denke, es gilt hier eine Balance zu finden. Das stimmt, weil eben kein Schifffahrtsverkehr da ist, kein richtiger, und die Flüsse verschlammen. Sie sind von Pflanzen bewachsen und das behindert die Schifffahrt. Wir hoffen darauf, dass die Europäische Union letztendlich die polnische Regierung zwingt, eine Strategie zu entwickeln, um überhaupt eine vernünftige Politik für den alternativen Transport auf dem Wasser zu machen. Sind Sie optimistisch? Wie sieht Ihre Zukunft aus? Gleich nach der Schule möchte ich im Ausland arbeiten. Ich hoffe aber auch, dass die Arbeits- und Lohnbedingungen in Polen besser werden. Aber Sie sind zu jung, um schon an Familie oder Kinder zu denken. Es ist noch zu früh, darüber zu reden. Ein Seemann hat in jedem Hafen ein Mädchen, also ruhig Blut. Warum haben Sie sich entschlossen, einen Beruf auf dem Wasser zu ergreifen? Um die Welt kennenzulernen. Wohin wollen Sie gehen? Ich hoffe nach Deutschland oder nach Holland. Das nächste Stück des Wegs sind wir an Bord eines Feuerwehrboots. Die Mitfahrgelegenheit bei Jacek Czistowski verdanken wir dem Kapitän des Technikums in Naklo. Die Fahrt geht durch den Bydgoszcz-Kanal. Der 1774 unter Friedrich dem Großen gebaute Kanal ist zwar nur 26 Kilometer lang, doch mit seinen 6 Schleusen das Kernstück der Verbindung von der Oder zur Weichsel. Hier sind also keine Boote auf dem Wasser.
Boote gibt es hier fast keine, weil in den 80er Jahren eigentlich alles mehr oder weniger zu Ende ging. In den 80er und Anfang der 90er Jahre. Lastkähne fuhren sozusagen nicht mehr. Und dann, vor 2-3 Jahren, entstand die Idee, diese Marinas zu errichten, weil alles wieder in Mode kam, weil die Leute ihre Freizeit wieder auf dem Wasser verbringen wollen. So kommt hier alles wieder in Fahrt, aber in kleinen Schritten. Da kommt eine Schleuse. Nehmen Sie das Ruder, bevor es kracht. Nichts kracht hier. Obwohl der Verkehr auf den Flüssen so schwach ist, arbeiten die Schleusenwärter weiter und werden minimal beschäftigt. Ein Wärter pro Schleuse. Und dennoch lässt sich hier durchfahren und die Schleusen sind in einem einigermaßen guten technischen Zustand. Während das mit dem Verkehr so ist, wie es ist. Man müsste sicherlich eine Menge Geld investieren, um das Ganze wiederzubeleben. Der Kanal steht seit 2005 unter Denkmalschutz. Gleichzeitig ist er Teil der europäischen Wasserstraße E70, der zentralen Ost-West-Verbindung auf Binnengewässern. Am Ende des Kanals die Wasserstadt Bydgoszcz mit ihren 350.000 Einwohnern. Hier ist der zentrale Knotenpunkt für Polens Wasserwege. Und hier ist auch das letzte Verbindungsstück von der Oder zur Weichsel. Schön, dich kennenzulernen. Gleichfalls. Theodor. I'm Auke. Auke. Wie war deine Fahrt? Gut, ist eine schöne Reise. Doch jetzt könnte es schwierig werden. Die Stadtschleuse soll blockiert sein. Ich zeig's dir. Theodor will Wasserbauingenieur werden und studiert am Technikum für Binnenschifffahrt. Mit ihm lerne ich Bydgoszcz kennen. Die Stadt lebte wie Amsterdam fast 150 Jahre sehr gut von und mit dem Wasser. Durch den Brombergkanal, wie er damals hieß, wurde sie wohlhabend. Sie war Umschlagplatz für Waren zwischen Danzig, Warschau und Berlin. Nach der Einführung der Dampfschifffahrt ab 1883 wurden jährlich ca. 500.000 Tonnen Ladung umgeschlagen. Direkt neben der Mühleninsel liegt die große Schleuse. Das sieht nicht gut aus. Es ist also komplett zu. Ja. Wie lange? Ein halbes Jahr schon. Und sie sind nächstes Jahr fertig, voraussichtlich. Jetzt, wo das hier abgesperrt ist, ist auch der Weg von West nach Ost versperrt. Das hier ist ja der Weg von West nach Ost. Ja, genau. Ich will mehr dazu erfahren. Und Theodor arrangiert ein Treffen mit Jerzy Ratz, dem Direktor des Schiffsmuseums. Ich reise von Amsterdam nach Odessa über die Wasserwegen. Ich wollte improvisieren, aber in Polen ist wenig improvisieren und viel organisieren. Bei uns war auch so. Im 60er, 70er Jahre, das kam auch von Amsterdam hier nach Bydgoszcz, war kein Problem. Ja. Noch die Wasserstraßen in gutem Zustand, waren nicht die Flüsse so flach wie jetzt. Die Schleusen waren in Ordnung. Mhm. Aber jetzt, nach der Wendung, wir sind nicht jetzt wieder in den Sozialismus, wir sind jetzt, alles ist frei. Aber will keiner auf die Schicklung was machen. Ne? Ja. Sind die Wasserstraßen, die waren noch von früher, sind alles jetzt vergessen. Es sind keine Firmen, die machen die Flüsse in Ordnung, waren sauber, die baggern das alles aus. Jetzt gibt es keine Firmen bei uns und darum sind die Flüsse sind jetzt wie jetzt. Ne? Ja. Das muss man was machen, ne? Nicht nur reden, nur machen. Das kann man mal, die Beispiele, wir haben da im Westen, ne? Das kann man mal die Beispiele dann nach uns bringen. Ne? So, schöne Kanäle, ein bisschen tiefer machen, die Schleusen, die der Perfekt soll, ist schneller gehen, nicht so wie ein Jahr, für so kleine Schleuse.
In Deutschland, sie bauen in einem Jahr ganz neue Schleuse. Warum? Nur die Reparatur, das dauert so lange. Ne? Warum dauert das so lange? Organisation. Organisation. Ich mache Notizen. In einem Buch, ich zeig's dir. Schreibst du was? Ich versuche es. Es gelingt nicht jeden Tag. Gespräche, die ich habe, oder Gedanken. Wir waren zum Beispiel auf einem Boot mit einer Frau und sie sprach über ihr Boot, ein sehr kleines Boot. Und sie meinte, ein Schiff braucht eine Seele. Das Schiff war wie eine Person für sie. Das ist interessant. Das schreibe ich auf. You and I, together as we ran away from home. Our life's a picture book in Kodak Chrome. We will never be more alive. We cornfield dwellers, man and wife. Oh no, you and I. My dreams are still invested with your voice. To go the way we went, we had no choice. Like flocking birds in autumn time, my heart was yours and yours was mine. You and I. Ist das Technikum im Stadtzentrum? Nein. Auf der anderen Seite der Stadt? Ja. Wenn du mit dem Studium fertig bist, wie stellst du dir dein Leben vor? Wirst du an der Wiederbelebung der Wasserwege mitarbeiten? Ja, es gibt sehr viel zu tun. Junge Leute sollten etwas machen. Und sollten in Polen bleiben und hier arbeiten. Ja, das ist der beste Weg. Theodor nimmt mich zum Abschied mit auf eine Strandparty. Auch wenn die meisten in den Sommerferien sind, bekomme ich ein Gefühl, wie sehr die Atmosphäre von Bydgoszcz durch seine Studenten geprägt wird. Alles sehr relaxed hier. Und wenn ich nicht wüsste, dass ich in Polen bin, dies hier könnte in Groningen oder Berlin sein. Am nächsten Tag. Die imposanten Gebäude am Ufer erzählen von Reichtum und von der Zeit, als der Hafen voller Schiffe war. Geblieben ist eine Wassertram, die von Einheimischen und Touristen genutzt wird. Die Wassertram fährt auf der Brahe hinaus zur Schleuse an der Weichsel. Und manchmal hinaus auf den Strom. Die Weichsel ist mein Ziel. Sie soll mich weiterbringen. Aber ich habe gehört, es könnte schwierig werden. Während ich die Baumstämme betrachte, die in Flößen gebunden auf die Verarbeitung im Möbelwerk warten, ahne ich schon, wir haben vermutlich nicht genug Wasser unterm Kiel. Nein, es geht nicht. Das Wasser ist zu niedrig. Wir müssen umdrehen. Schön ist es da drüben. Some say that life is just a great adventure. All there is to know is what you see. Some say that we're reflections in the water. That's all we'll ever be.
Das hier ist der Anfang von der Weichsel. Ein sehr wichtiger Fluss für Polen. Aber mittlerweile fast unwegsam. Ich muss jetzt eine Möglichkeit finden, um weiterzukommen. Im Moment weiß ich nicht, wie das gehen soll. Mein nächstes Ziel ist Warschau, die polnische Hauptstadt an der Weichsel. I think the world's a puzzle to unravel. I'll go and have a look. Yours and yours was mine, you and I. Ist das Technikum im Stadtzentrum? Nein. Auf der anderen Seite der Stadt? Ja. Wenn du mit dem Studium fertig bist, wie stellst du dir dein Leben vor? Wirst du an der Wiederbelebung der Wasserwege mitarbeiten? Ja. Es gibt sehr viel zu tun. Junge Leute sollten etwas machen. Und sollten in Polen bleiben und hier arbeiten. Ja, das ist der beste Weg. Theodor nimmt mich zum Abschied mit auf eine Strandparty. Auch wenn die meisten in den Sommerferien sind, bekomme ich ein Gefühl, wie sehr die Atmosphäre von Bydgoszcz durch seine Studenten geprägt wird. Alles sehr relaxed hier. Und wenn ich nicht wüsste, dass ich in Polen bin, dies hier könnte in Groningen oder Berlin sein. Am nächsten Tag. Die imposanten Gebäude am Ufer erzählen von Reichtum und von der Zeit, als der Hafen voller Schiffe war. Geblieben ist eine Wassertram, die von Einheimischen und Touristen genutzt wird. Die Wassertram fährt auf der Brahe hinaus zur Schleuse an der Weichsel. Und manchmal hinaus auf den Strom. Die Weichsel ist mein Ziel. Sie soll mich weiterbringen. Aber ich habe gehört, es könnte schwierig werden. Während ich die Baumstämme betrachte, die in Flößen gebunden auf die Verarbeitung im Möbelwerk warten, ahne ich schon, wir haben vermutlich nicht genug Wasser unterm Kiel. Nein, es geht nicht. Das Wasser ist zu niedrig. Wir müssen umdrehen. Schön ist es da drüben. Viele Binnenwasserwege Polens sind nicht ausgebaut und die Schleusen recht klein. Für die Schifffahrt mit Lastkähnen ein großes Problem. Doch für die Reise mit einem kleinen Boot einfach schön. Mit Renata sind wir auf der Netze nach Naklo gefahren. In Naklo liegt einer der modernsten Yachthäfen zwischen Oder und Weichsel. Hier sind aber nicht nur Sport- und Freizeitskipper zu Hause. Naklo ist auch der Heimathafen der Władysław Lokietek. Auf dem Schulschiff des polnischen Technikums für Binnenschifffahrt werden Kapitäne, Ingenieure und Techniker ausgebildet. Mit diesem Bildmaterial stellt sich die stolze Schule international vor. Das Technikum ist Teil von EDINA, des europäischen Netzwerks der Schulen für Binnenschifffahrt.
Kapitän des Schulschiffes und Leiter der Schule ist Grzegorz Nadolny. Er ist begeisterter Binnenschiffer und ebenso engagierter Lehrer. Ich habe mich mit ihm zu einem Gespräch an der Schleuse verabredet. Sie bilden diese jungen Männer zu Seeleuten und Kapitänen aus. Warum ist es wichtig, sie über Binnengewässer zu unterrichten? Die Schifffahrt war in Polen früher sehr stark. Hier waren viele Frachtschiffe unterwegs, von West nach Ost und umgekehrt. Leute wurden gebraucht, Arbeitskräfte, Fachleute. Deshalb entstand vor 25 Jahren das Technikum für Binnenschifffahrt in Nagło, wo für polnische Wasserfahrzeuge Personal ausgebildet wurde. Aber in letzter Zeit finden unsere Absolventen hauptsächlich Arbeit in Deutschland und Holland. Die Flussläufe sind ursprünglich. Das macht sie schön, doch auch schwierig zu befahren. Ich denke, es gilt hier eine Balance zu finden. Das stimmt, weil eben kein Schifffahrtsverkehr da ist, kein richtiger, und die Flüsse verschlammen. Sie sind von Pflanzen bewachsen und das behindert die Schifffahrt. Wir hoffen darauf, dass die Europäische Union letztendlich die polnische Regierung zwingt, eine Strategie zu entwickeln, um überhaupt eine vernünftige Politik für den alternativen Transport auf dem Wasser zu machen. Sind Sie optimistisch? Wie sieht Ihre Zukunft aus? Gleich nach der Schule möchte ich im Ausland arbeiten. Ich hoffe aber auch, dass die Arbeits- und Lohnbedingungen in Polen besser werden. Aber Sie sind zu jung, um schon an Familie oder Kinder zu denken. Es ist noch zu früh, darüber zu reden. Ein Seemann hat in jedem Hafen ein Mädchen. Also Boote gibt es hier fast keine, weil in den 80er Jahren eigentlich alles mehr oder weniger zu Ende ging. In den 80er und Anfang der 90er Jahre. Lastkähne fuhren sozusagen nicht mehr. Und dann, vor 2-3 Jahren, entstand die Idee, diese Marinas zu errichten, weil alles wieder in Mode kam, weil die Leute ihre Freizeit wieder auf dem Wasser verbringen wollen. So kommt hier alles wieder in Fahrt, aber in kleinen Schritten. Da kommt eine Schleuse. Nehmen Sie das Ruder, bevor es kracht. Nichts kracht hier. Obwohl der Verkehr auf den Flüssen so schwach ist, arbeiten die Schleusenwärter weiter und werden minimal beschäftigt. Ein Wärter pro Schleuse. Und dennoch lässt sich hier durchfahren und die Schleusen sind in einem einigermaßen guten technischen Zustand. Während das mit dem Verkehr so ist, wie es ist. Man müsste sicherlich eine Menge Geld investieren, um das Ganze wiederzubeleben. Der Kanal steht seit 2005 unter Denkmalschutz. Gleichzeitig ist er Teil der europäischen Wasserstraße E70, der zentralen Ost-West-Verbindung auf Binnengewässern. Am Ende des Kanals die Wasserstadt Bydgoszcz mit ihren 350.000 Einwohnern. Hier ist der zentrale Knotenpunkt für Polens Wasserwege. Und hier ist auch das letzte Verbindungsstück von der Oder zur Weichsel. Schön, dich kennenzulernen. Gleichfalls. Theodor. Auke. Wie war deine Fahrt? Gut, ist eine schöne Reise. Doch jetzt könnte es schwierig werden. Die Stadtschleuse soll blockiert sein. Ich zeig's dir. Theodor will Wasserbauingenieur werden und studiert am Technikum für Binnenschifffahrt. Mit ihm lerne ich Bydgoszcz kennen. Die Stadt lebte wie Amsterdam fast 150 Jahre sehr gut von und mit dem Wasser. Durch den Brombergkanal, wie er damals hieß, wurde sie wohlhabend. Sie war Umschlagplatz für Waren zwischen Danzig, Warschau und Berlin. Nach der Einführung der Dampfschifffahrt ab 1883 wurden jährlich ca. 500.000 Tonnen Ladung umgeschlagen. Direkt neben der Mühleninsel liegt die große Schleuse. Schleuse
In Deutschland, sie bauen in einem Jahr ganz neue Schleuse. Warum? Nur die Reparatur, das dauert so lange. Ne? Warum dauert das so lange? Organisation. Organisation. Ich mache Notizen. In einem Buch, ich zeig's dir. Schreibst du was? Ich versuche es. Es gelingt nicht jeden Tag. Gespräche, die ich habe, oder Gedanken. Wir waren zum Beispiel auf einem Boot mit einer Frau und sie sprach über ihr Boot, ein sehr kleines Boot. Und sie meinte, ein Schiff braucht eine Seele. Das Schiff war wie eine Person für sie. Das ist interessant, das schreibe ich auf. You and I, together as we ran away from home. Our life's a picture book in Kodak Chrome. We will never be more alive, we cornfield dwellers, man and wife. Oh no, you and I. My dreams are still invested with your voice. To go the way we went, we had no choice. Like flocking birds in autumn time, my heart was yours and yours was mine. You and I. Ist das Technikum im Stadtzentrum? Nein. Auf der anderen Seite der Stadt? Ja. Wenn du mit dem Studium fertig bist, wie stellst du dir dein Leben vor? Wirst du an der Wiederbelebung der Wasserwege mitarbeiten? Ja, es gibt sehr viel zu tun. Junge Leute sollten etwas machen. Und sollten in Polen bleiben und hier arbeiten. Ja, das ist der beste Weg. Theodor nimmt mich zum Abschied mit auf eine Strandparty. Auch wenn die meisten in den Sommerferien sind, bekomme ich ein Gefühl, wie sehr die Atmosphäre von Bydgoszcz durch seine Studenten geprägt wird. Alles sehr relaxed hier. Und wenn ich nicht wüsste, dass ich in Polen bin, dies hier könnte in Groningen oder Berlin sein. Dem Direktor des Schiffsmuseums. Ich reise von Amsterdam nach Odessa, über die Wasserwegen. Ich wollte improvisieren, aber in Polen ist wenig improvisieren und viel organisieren. Bei uns war auch so. In 60er, 70er Jahre, das kam auch von Amsterdam hier nach Bydgoszcz, war kein Problem. Ja. Noch die Wasserstraßen in gutem Zustand, waren nicht die Flüsse so flach wie jetzt. Die Schleusen waren in Ordnung, aber jetzt, nach der Wendung, wir sind nicht jetzt wieder in den Sozialismus, wir sind jetzt, alles ist frei, aber will keiner die Schicklung was machen. Ne? Ja. Sind die Wasserstraßen, die waren noch von früher, sind alles jetzt vergessen, sind keine Firmen, die machen die Flüsse in Ordnung, waren sauber, die baggern das alles aus, jetzt gibt es keine Firmen bei uns und darum sind die Flüsse sind jetzt wie jetzt. Ne? Ja. Das muss man was machen. Ne? Ja. Nicht nur reden, nur machen. Das kann man mal. Die Beispiele, wir haben da im Westen. Ne? Das kann man nur die Beispiele nach uns bringen. Ne? So, schöne Kanäle, ein bisschen tiefer machen. Die Schleusen, die Reparatur soll ein bisschen schneller gehen. Nicht so wie ein Jahr für so kleine Schleuse. In Deutschland, sie bauen in einem Jahr ganz neue Schleuse. Warum? Nur die Reparatur, das dauert so lange. Ne? Warum dauert das so lange? Organisation. Organisation. Ich mache Notizen. In einem Buch, ich zeig's dir. Schreibst du was? Try to, but ich versuche es. Doesn't happen every day. Es gelingt nicht jeden Tag.
Gespräche, die ich habe, oder Gedanken. Wir waren zum Beispiel auf einem Boot mit einer Frau und sie sprach über ihr Boot, ein sehr kleines Boot. Und sie meinte, ein Schiff braucht eine Seele. Das Schiff war wie eine Person für sie. Das ist interessant, das schreibe ich auf. You and I, together as we ran away from home. Our life's a picture book in Kodak Chrome. We will never be more alive, we cornfield dwellers, man and wife. Oh no, you and I. My dreams are still invested with your voice. To go the way we went, we had no choice. Like flocking birds in autumn time, my heart would then you lose. Man ist ja allein unterwegs. Heutzutage geht es auch leichter, sehen Sie. Früher musste für jeden Hebel ein Mechaniker da sein, der saß unten und wir sagten, gib Signal. Jetzt ist alles miteinander verkoppelt, also muss keiner da sitzen. Bei den Kommunisten saß auf jedem Platz einer. Je weiter ich mich ostwärts bewege, desto mehr habe ich das Gefühl von einer verloren gegangenen Zeit. Polen hat sich seit seinem Beitritt zur EU immens entwickelt. Doch es gibt noch Raum für Nostalgie, vor allem vom Wasser aus betrachtet. Beim Zusammenfluss von Netze und Warte müssen wir umsteigen. Der Schlepper fährt auf der Warte nach Süden, doch wir wollen auf der Netze weiter ostwärts. Kapitän Leżinski hat uns eine Weiterfahrt organisiert. Das Boot wartet schon. Die Jamaika. Dzień dobry. Guten Tag. Hallo. Ich lade dich ein, mitzukommen. Ich heiße Renata. Ich bin Auke. Bitte komm an Bord. Aber wie? Wie soll das gehen, ohne dass ich im Fluss lande? Ich zeige es dir. Du musst sehr vorsichtig sein. Die Bordleiste ist sehr schmal. Halt dich an der Leiste fest, mit beiden Händen. Sei schön vorsichtig. Nimmst du bitte die Gitarre? Ja. Kannst du uns die Gitarre abnehmen? Nimm die Hände rein. Yes. Ja. Das ist schwierig, ich weiß. Gehört das Boot dir? Es gehört mir, meiner Mutter und Jacek. Und ihr seid Geschäftspartner deiner Mutter. Für meine Mutter ist es die finanzielle Seite. Und ich fahre aus Leidenschaft. Am Steuer ist Renatas Freund Jacek. Das kleine Boot ist beides. Nebenerwerb und verwirklichter Traum. Man kann die Jamaika mieten. Renata und ihr Freund kümmern sich um den Betrieb. Ihre Mutter bessert mit dem Erlös ihre Rente auf.